Murat Nagorcevic. Gratuliere, der Rekord gehört Ihnen und Ihnen alleine. Wie fühlt man sich? Wie sonst? Wie haben Sie den Match erlebt, jetzt eine gute alte Bekannte wieder neben Ihnen zu haben? Das hat schon ein bisschen für andere Dynamik gesorgt, oder? Weiß nicht, es müssen andere beurteilen. Nein, Spass. Das ist cool. Fabi ist, wir kennen, wie sie ist. Im 16er ist sie da, ist sie wurschtig, ist sie immer bereit für ein Goal. Das Gleiche mit der Sandy. Ist sicher ein Spielertyp, den wir brauchen können. Mit der Erfahrung, die uns helfen kann. Das macht Spass, ich sage. Erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen gebraucht, haben wir uns noch ein bisschen finden und suchen. Dann haben wir die Räume, die frei wären, haben wir noch nicht so ganz bespielt. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Sie sind die Halbräume gekommen, haben es aufdrehen können. Mit den Außenverteidigern können hinter die Abwehr kommen und so mehr Chancen erarbeitet. Aber natürlich kann man das ein oder andere Goal, oder muss man das ein oder andere Goal mehr machen. Aber ich denke, 4-0 ist mal ein guter Start. Wenn wir gerade weiter bei dem schauen, Sie haben heute mehr Lösungen gefunden, obwohl der Gegner wahrscheinlich mehr verteidigt hat als in den letzten paar Testspielen. Ist das einem neuen Spielsystem zu verdanken? Schwierig zu sagen. Also, der Gegner ist natürlich ganz tief gestanden. Wir haben ein bisschen mehr Zeit gehabt. Was nicht immer heisst, dass es besser ist, wenn man mehr Zeit hat für den Spielaufbau. Das Spielsystem haben wir jetzt mal so gemacht, aber es heisst nicht so, dass wir das jetzt jedes Mal so werden spielen. Also wir werden sicher variieren, je nachdem, welcher Gegner das kommt. Und dann werden wir von Spiel zu Spiel schauen und dementsprechend vielleicht ein anderes System spielen. Aber mit dem heute, denke ich, hat es gut funktioniert, vor allem mit der zweiten Halbzeit. Und auf das können wir sicher darauf aufbauen. Die letzten 15 Minuten war noch so ein bisschen das Gegenteil von Ihnen auf dem Platz gesehen. Junge Spielerin in ihrer ersten Minute. Der Turbo zündet. Was können Sie jetzt sagen vom Zusammenspiel mit der jungen Svenja Völmli? Ah, gut. Sie ist reingekommen, hat sich direkt eingespielt. Sie weiß genau, was sie machen muss. Natürlich haben wir ihr noch versucht zu helfen. Die Andrew Frank hat natürlich noch gehofft, dass ihr noch auf den Kopf geht oder irgendetwas. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie heute noch das Goal geschossen hat. Aber sie hat es richtig gut gemacht und auf das können wir darauf aufbauen. Und sie hat schon generell im Zusammenzug eine gute Leistung hingelassen. Ja. Frau Völmli, vor 9 Monaten stehe ich dort am Spielfeldrand zu Luzern. Und es kommt eine Frau zu mir und sagt, dass mit der Nummer 17, das ist Svenja Völmli, das ist nicht die Alicia Haller. Sie schießen dort 2 Goal, sie gehen auf Bern, schießen 2 Goal. Sie beenden die Saison mit 4 Goal, sie fangen diese Saison als Stammspielerin ab in einem sehr, sehr grossen Kader. Und jetzt heute das erste Nationalmannschaftsspiel. Das ist ein bisschen crazy 9 Monate gewesen, oder? Ja, natürlich. Ich bin aber auch mega froh, also dass jetzt so schnell bergauf gegangen ist. Ich sage, es kann nicht immer so bleiben, es gibt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Downs und so. Aber ich probiere das jetzt möglichst auszunutzen, meine Chancen, die ich bekomme, möglichst auszunutzen. Und ja, dann, was in der Zukunft kommt, das sehe ich dann. Sie sind lange am Einwärmen gesehen. Hat das Herz schneller geschlagen? Hat man dann geglaubt, dass man eingewechselt wird? Ja, also sicher recht viel höherer Puls gewesen, als ich sonst hatte. Sicher etwas Spezielles gewesen. Und ich habe auch ein bisschen vermutet, dass ich komme, weil wir, wo wir sind einlaufen, haben schon gesagt, dass wir uns gut parat machen. Und dann habe ich gehofft, dass es nachher auch natürlich so weit kommt und ist dann auch so weit gekommen. Und wie haben sich jetzt die ersten 15 Minuten im rot-weißen Dress von der Nationalmannschaft angefühlt? Es war mega ein besonderer Moment gewesen. Aber ich bin mega glücklich, auch in dem Moment, wo ich aufs Feld gehe, bin ich natürlich etwas völlig anderes, als ich bis jetzt erlebt habe. Und das war mega besonderer gewesen. Das würde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Noch gerade bei mir kam fast eine Chance gehabt. Anna-Maria Zungatschwitz war kleiner dran. Sie hat ein Goal gemacht, nachher 2-3 gute Chancen, 2-3 gute Sprints, die wir aus der NLA können. Sie passen in das Team ein, oder? Ja, also ich habe mein Bestes probiert, als ich aufs Feld gekommen bin. Es ist natürlich gut, wenn es noch ein Goal gibt. Wir sind über jedes Goal glücklich. Wir wissen nicht, ob es am Schluss das eine Goal ist, das uns hilft, dann an die EM zu kommen. Und ja. Ich probiere mich jetzt möglichst gut in das Team einzufügen. Wenn ich dann vielleicht auch wieder aufgeboten werde, das, ja, sehen wir dann, was passiert. Jetzt geht es am Samstag gegen Servette. Tirina schießt im Moment alle Goal. Wann werden Sie auch Goal schießen? Ja, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Hauptsache, wir machen das Team-Goal. Kommt dann nicht darauf an, wer das Goal macht. Und es ist natürlich auch gut, wenn sie Tiri macht. Ja, die Goal zählen nachher für uns alle. Und ich bin natürlich happy, wenn sie auch Goals macht.
Das kommt für mich eigentlich nicht so drauf an. Es ist natürlich schön, wenn ich dann auch mal noch das erste Goal von dieser Saison mache, aber es ist jetzt nicht so präsent, wenn sie Tiri auch sonst macht. Merci vielmals, gratulieren zum ersten Länderspiel. Frau Reutler, wie immer, ein sehr gutes Spiel von Ihnen, das wissen wir, sind wir uns gewohnt. Aber ein kleines anderes Spielsystem. Haben Sie das Gefühl, das ist der Grund, warum es heute so viel besser gegangen ist als vielleicht noch in den letzten Testspielen? Ja, also wir haben gewusst, dass Litauen mit allen Spielerinnen wieder hinten reinstehen wird. Darum haben wir eigentlich recht offensiv gespielt und darum auch ein anderes System gespielt. Ich glaube, es ist uns recht gut gelungen, obwohl es halt ein bisschen Risiko ist gegen hinten. Aber ich glaube, es ist uns wirklich recht gut gelungen, das neue System. Wenn wir das anschauen, ihr erarbeitet euch viele Chancen, obwohl der Gegner eigentlich mit 9 Frauen hinten reinsteht. Es ist oft wichtig, dass sie noch mal einen Hocken mehr machen, einen Dreieck mehr, den Gegner rauslocken. Wie wichtig ist da eigentlich das 3er Mittelfeld, das ihr spielen mit der Frau Bachmann und auch mit Sandy Mändli in dem Fall, dass ihr eben den Gegner rauslocken könnt, damit es Platz hat für die Stürmerinnen? Ja, ist sehr wichtig. Wie wir auch gesehen haben, in der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen zu viel probiert, dort mit zu spielen, und das hat nicht immer funktioniert. Dann haben wir das in der Pause angesprochen und gesagt, wir müssen auch probieren, mehr über Russen zu spielen, weil wir das 2-1 provozieren können. Das haben wir auch gemacht und nachher hat es noch besser funktioniert in der zweiten Halbzeit. Denkt ihr, ihr werdet so offensiv, auch mit offensiven Außenverteidigerinnen können spielen in den nächsten Partien, oder ist das nur für Litauen die Lösung? Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt Kroatien logischerweise noch nicht angeschaut oder noch nicht auf den Match vorbereitet. Darum kann ich das jetzt gegen Kroatien nicht sagen, wie wir dort werden spielen. Aber ich denke, gegen Litauen werden wir wahrscheinlich wieder so spielen, wie wir es jetzt gespielt haben. Wenn wir jetzt noch schnell über Geraldine Reutler selber reden. Sie haben jetzt ein Jahr schon in Deutschland gespielt, machen immer wieder Schlagzeilen. Wie sieht das aus, dass jetzt das Jahr Russland, was ist die Bilanz? Sind Sie noch nicht unterwegs zurück zum FC Luzern? Nein, also meine Entscheidung war sehr gut, dass ich letztes Jahr ins Ausland gegangen bin. Es gefällt mir mega gut, das Team ist super, ich habe mich sehr gut eingelebt und ja, es kann nicht besser sein. Nils Nilsen, ein guter Start in die Ernstspiele. Wer etwas Angst hatte, wurde hier Lügen gestraft. Hä? Ja, es war okay. 4-0 zu gewinnen ist immer gut, glaube ich. Wir hatten Chancen für mehr, aber das kriegst du nicht in einem Premierspiel. Das Spielsystem, das neue, das Sie jetzt ausprobiert haben, gibt Ramona Bachmann wieder mehr Freiheit. 2 Leute vor ihr, 2 Leute hinter ihr. Wie wichtig war dieses Spielsystem, damit Sie so spielen und nie eigentlich dem Gegner Raum lassen, zurückzukommen? Ich weiß nicht, es ist gut für Ramona, dass sie 2 vorne hat. Dass sie, dann haben sie 2, dass sie... Ja, dass sie spielen kann und ich denke, dass für Ramona ist es ein gutes Spielsystem. Aber wenn sie nur eine hat, dann machen sie es nur in einen anderen Weg. Sie kann immer Raum finden. Es ist mehr, dass wir schnell genug den Ball bewegen kann, so sie nicht braucht 2-3 Gegner immer to go past 2 or 3, dass sie nur eine hat. Jetzt ist mit Litauen vielleicht einer der defensivsten Gegner hier gewesen. Denken Sie, Sie können gegen die nächsten Gegner auch so offensiv spielen, vor allem mit Noel Maritz und Dijk Bogun so weit vorne? Wenn wir den Ball ein bisschen schneller bewegt, dann will Kroatien auch Probleme haben und sie kann uns nicht, das denke ich schon, wir können, aber wir müssen schneller spielen. Wenn wir zu langsam spielen, dann macht es keinen Unterschied, dass wir so viele Leute vorne haben. Es ist nur, wenn wir das Ball schnell von Seite zu Seite bewegen können. Kann wir das, dann ist es eine gute Idee, aber sieht es aus, dass wir nicht wirklich diese Dinge kann, wir haben dann will wir es vielleicht nicht machen. Sie haben heute Erfahrung ausprobiert, Hum und Mändli wieder. Und zum Schluss noch etwas junge, wilde Geister. Wie sehen Sie die Spiele von Fabienne, von Sandy und von Svenja? Ich denke, Sandy und Fabi hat eine sehr, sehr gute Woche gehabt. Sie hat sehr gut trainiert und das ist, warum sie vom Anfang an da war. Sie hat es vorher
gemacht. Sie hat viele Spiele in die Nationalmannschaft. Svenja, ganz neu, erste Mal, aber es ist nicht das letzte Mal.